Morgen ist es soweit. Der Uncut-Kanal kommt zurück. Link ist in der Videobeschreibung. Zeit. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gute Nachrichten. Sie haben einen Betonmischer. Ich habe erstens einen Betonmischer und zweitens kann ich die Karten auch besorgen. Oh, super. Das ist super geil. Was sind denn das für Karten? Also von welchem Gebäude sind die? Ich gebe Ihnen eine. Kommen Sie mal her. Ah, perfekt. Ja, geben Sie mir eine Sekunde. Ich habe drin Gerät, dann kann ich die vervielfältigen. Und da kommt der Betonmischer. Und da kommt der Betonmischer. Perfekt. Gerade Moment. Mahlzeit, Basmati. Assalamu alaikum, mein Freund, wie geht's? Gut und selbst? Alhamdulillah, alles gut. Erstmal vielen Dank fürs Ausleihen von dem Betonmischer. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, was Sie damit vorhaben, aber ich frage auch nicht. Der ist für eine Geburtstagsparty. Ja, ich brauche auch immer so ein dickes Ding für Geburtstagsparty, alles gut. Ja. Weiß nicht, wollt ihr irgendwie die Location Punch? Muss noch gebaut werden. Ne? So ein Punsch anmischen oder? Ja, Scheiß auf Eimer saufen. Wir nehmen einfach. Also, Sangria in Betonmischer. Ach ja, okay. Sangria. Ich habe alles gehört heute. Das sind Zurückerinnern an alten Berufs. Ich war damit gerade am Krankenhaus, habe mir überlegt, ob ich die einfach dazu pflaster, aber dann dachte ich mir, ah, noch, mache ich nicht. Der Beton wird doch auch noch gebraucht für den Puff, der gebaut wird. Wir haben ungefähr davon 10 Stück, aber ja. Wird immer wieder neu reingehauen. Okay, also wenn da jetzt aber, also ich sag mal, also im Zuge der Geburtstagsparty, da würde ein bisschen Konfetti oder so reinfliegen. Ach, kein Problem. Sieht man dann, da eh nicht mehr. Okay, das heißt, das Konfetti würde dann mit als Fundament für den Club dienen. Ja, je nachdem wie viel. Wenn dann Beton, Konfetti-Beton ist, dann vielleicht nicht, aber ein bisschen was sieht man nicht mehr. Richtig schön mit Zuschauertribüne. Passt auch. Kommt da was rein? Ich habe noch nie die Funktion eines Betonmischers. Also kommt da was raus oder kommt da was rein? Nee, da muss erst was rein, damit was rauskommt. Da kommt was rein und aus der Röhre kommt was raus. Ja, haben wir doch gesagt. Und zwischendrin rotiert es. Ja gut, wir haben das ja jetzt hier fertig. Wir können ja, auch wo soll denn nachher der Betonklotz hin? Das überlegen wir, während wir zu den anderen fahren. No. Wenn man Waffenhandel und Mafia nicht mehr läuft, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja. Der DJ ist jetzt auf dem Weg zum Casino. Der nimmt noch einen weiteren mit, der ihm bei den technischen Sachen und so hilft. Okay, Zugangskarten habt ihr ja. Genau, Zugangskarten hab ich ja auch noch welche. Ja, gut, dann guckt ihr, dass die reinkommen, dann warte ich halt direkt im Club. Alessio! Hola, die Ryan, was geht ab? Und ich dachte schon, wir hören uns heute gar nicht mehr.
Ja, 21.20 Uhr, schon halbe Schlafenszeit. Ja, ich sollte etwas später, aber ich hatte eben noch viel mit dem Telefon und so. Ah, wie das halt so ist, ne? Ja, ich glaube, die anderen sind am Anwesen. Ich komme gleich auch wieder dahin. Okay, dann machen wir eine Treffung dort. Alles klar. Schöner. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Alessio kam aus dem Haus gerade. Okay. Der ist auf dem Weg zum Anwesen. Keiner soll was sagen. Am besten ziehst du die Leute da schon mal weg und wir versammeln uns im Club. Okay, ich sag den Bescheid. Hol ich den gleich ab und bring den in Club. Ich sag den Crusadern Bescheid. Sag allen, die sollen zum Club. Die sollen Alessio nicht sagen, wo die hinfahren. Und gut. Und ich treffe mich sind mit schon dem hier. Am Haus sollte keiner sein, glaube okay. ich. Okay, dann treffe ich mich jetzt am Haus mit Alessio. Guckt, dass ihr alle in den Club geht. Guckt, dass der DJ das irgendwie hinbekommt. Ich sag nur den Crusadern Bescheid. Okay, du sagst Crusadern Bescheid. Danke. Jo. Diese völlig verpisste Einfahrt, ne? Ich kotze ins Essen. Jedes Mal, wenn ich hier hoch und runter fahren muss, wenn du wolltest. Sieh, die Einfahrt ist wirklich scheiße. Was geht ab? Alles gut? Oh, sieh, alles bestens. Und bei dir? Ja. Ich bin schon lange da und heute ist ja super ruhig, ne? Ja, sieh, gestern war auch ruhig. Ich war gestern auch da. Also keine Sau da heute. Irgendwie Steinfeld mal irgendwie Anwaltsscheiß. Okay. Dennis ist irgendwie im Krankenhaus mit Jill wegen irgendeiner Sache von gestern irgendwas, Unfall, aber nichts Schlimmes wohl. Okay. Komm, wir fahren mal zu den anderen. Sie, wo treiben die sich denn rum? Hier, da, Valeska ist gerade im Casino, können wir uns mit dem gerade treffen. Sie. Der macht einen super guten Job in letzter Zeit. Sie. Hab ich schon gesagt, wie scheiße diese Einfahrt ist? Ah ja, immer, man gewöhnt sich ein bisschen dran. Wieso bist du eigentlich so super spät aus dem Haus? Ja, ich hatte noch ein paar Telefonate und so. Musste mit die Heimat und so heute ein bisschen sprechen. Okay, wieso Stress im Paradies oder was? No, aber du hast es vergessen. Warte, hab ich vergessen. Ich hab heute Geburtstag. Dein Ernst? Ja, sieh. So wie jedes Jahr. Oh, Alessio, du weißt doch, dass ich mir Daten nicht merken kann. Ja, alles gut, ist ein Tag wie jeder andere auch, alles gut. Nee, ist kein Tag wie jeder andere auch. Du kannst mich doch nicht so, das... Was kann ich nicht, was denn? Das bringt mich doch in übel die unangenehme Situation jetzt. Ja, wieso, no, alles gut. Du verarschst mich nicht, du hast heute Geburtstag. Ja, immer 24.02. Warum packst du hier? Ja, komm mit, ich sing dir ein Lied zum Geburtstag. Ich stell mich jetzt auf die Bühne und sing dir ein Lied zum Geburtstag. Ey, das tut mir mega leid, dass ich das vergessen habe, Alessio. Ach, alles gut, mach dir keinen Stress. Schönen guten Tag zusammen. Hola. Moin. Ja, dann gehen wir mal rein, oder? Ich bin ein Superhero und fliege durch die Matrix. Yeah. Wo ist der? Ich bin ein Superhero und fliege durch die Matrix. Yeah. Superhero, Superhero, Superhero. Alles Gute zum Geburtstag, mein Freund. Ich hab's mir fast gedacht, wo du da angehalten bist, ne? Superhero. Alles Gute, Alessio. Ah, danke schön. Hola. Mahlzeit. Hallo. Alessio. Alles Gute. Ich würde euch ganz kurz für eine Minute Alessio entführen. Ich bringe ihn sofort wieder. Mal einfach bei der Party. Wer kommt sofort zurück? Was? Ja, habt ihr gerade erst mitgebracht. Ihr braucht ihn mal eben eine Sekunde. Weil das laut ist. Natürlich. Das ist auch ein Club. Was? Nee, ich will kein Bier. Lass euch ein paar Getränke bringen, Alessio! Saru! Ja? Mach die mal alle betrunken! Mach ich diesen Druck auf dem Ohr. Ja, der DJ wird es auf jeden Fall fliegen. Ah, oh, sehr cool, danke. Das wäre nicht dein Geschenk.
Ich hab mir, wo du am Club gehalten hast, hab ich mir gedacht, okay, du erhältst niemals hier, wenn. Also da hab ich den Braten gerochen. Alessio, zu deinem Geschenk muss ich dir was sagen. Okay. Wir haben eigentlich alles heute für den großen Abend für dich vorbereitet. Zuerst eine Party, nach der Party noch eine Party. Ja, nicht nur einen Betonmischer. Es fehlt halt Dimitri gerade. Wir haben schon alles für seine... Wir haben in deiner Abwesenheit alles hier für seine Hinrichtung geplant. Inklusive Betonmischer. Oh, das ist ja... Also das ist ja einer meiner besten Tage in meinem Leben. Eine Betonmischer. Darf ich den behalten? Ich arbeite dran. Ey, das wäre so Premium, ne? Aber ich dachte, eine Geburtstagsparty und dann eine Hinrichtung mit einem Betonmischer wäre ein Geburtstag, den du nie vergisst, aber... Das rede irgendwie ist das auch ein bisschen makaber, weil ich glaube, es gibt keine Menschen auf die Welt, der sich so über eine Betonmischer freut. Ja, aber ich freue mich mega über die Betonmischer. Oh, cool, dankeschön. Das ist nice. Okay, ich fahre safe damit erstmal nachher eine Runde. Ja, fahr nachher eine Runde Betonmischer. Wie gesagt, ist ein Gemeinschaftsgeschenk geworden, aber ja, ich muss es dir jetzt trotzdem zeigen, weil wer weiß, ob das so zustande kommen kann. Aber Dimitri ist nicht da. Ja, egal. Moin. Hallo. Sind die anderen alle? Die sind unten in der Lounge. Na ja? Das ist ein Stockwerk runter. Alter, der DJ dreht aber gut auf, oder? Interessanter Musikgeschmack vom DJ. Also, der hat den Fader vom Pult aber auch ganz oben, oder? Habt ihr auf die Schnelle nur einen Tauben-DJ gefunden? Aber, Mädels, wirklich, ne? Er heißt DJ Taub, glaube ich. Ein Knaller, der Typ. Schlagname, Drogen, verhafte Zuhälter mit breiten Schultern. Klick, klack, die geilen Nutten. Heidi darf das Weiße. Ja, um Nutten geht's. Ja, okay, gut. Geh mal alles telefonieren. Jeder weiß, so lang wie mich. 24-7, ich hab das, was bitte 7 Hausi. Sag, ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag. Ich fahr nach Hause. Alles klar, ich danke dir, Ryan. Bis übermorgen. Bis übermorgen, schlaf gut. Schönen Abend euch!